Swissmade, ein Hallo und ein Willkommen direkt aus dem Foyer vom Kaufleuten zu Zürich. Im Kaufleuten zu Zürich hat letzte Woche die grosse Gala zu Ehren des Werber des Jahres stattgefunden. Zudem haben wir dann nachher noch ganz viele Informationen und Bildmaterial. Aber zuerst, wie gehabt, gehen wir doch zu den News, also Neuigkeiten aus der Filmszene Schweiz. Die Schweizer Star-Architekten Jacques Herzog und Pierre Demeron sind für einige Jahre nach Peking gezogen und haben dort ihre größte Herausforderung gemeistert, das National Beijing Stadion, auch Bird's Nest genannt. Dieses wird im März eröffnet. Am 8.8.2008 werden dort die Olympischen Spiele ausgetragen. Die Regisseure Christoph Schaub und Michael Schindelm haben die beiden nach China begleitet. Wer Lust hat auf die Reise ins Reich der Mitte, sollte den Kinostart am 24.01. nicht verpassen. Beim 31. Filmfestival in Göteborg, das vom 25. Januar bis 4. Februar in der zweitgrößten Stadt Schwedens stattfindet, sind gleich drei Schweizer Filme in den Startlöchern. Retour à Gorée von Pierre-Yves Bourgeau erzählt die Geschichte von dem Sänger Youssou N'Dour aus Senegal. Er macht sich auf die Reise seiner entführten Vorfahren. Comme des Voleurs ist einer von 39 Filmen in der Sektion Five Continents. Der Regisseur Lionel Bayer wird auch vor Ort sein. Das Festival zählt zu den wichtigsten in Skandinavien. Vom 18. bis zum 27. Januar findet in Angers, Frankreich, das 20. Filmfestival statt. Insgesamt vier Schweizer Filme werden vertreten sein. Unter anderem Le Printemps de Saint-Pons von David Ibenet und Eugenia Mumenthaler. Preisgelder im Wert von 2.400 Franken warten auf den Gewinner. Der Film Chigo von Jan Gassmann und Christian Zjörjen wird außerhalb des Wettbewerbs in der Reihe Figure Libre gezeigt. Wenn eine Branche den Ruf hat, dass sie sich wahnsinnig gern selber feiert und zelebriert, dann ist die Werbeszene. So passiert letzte Woche hier im Kaufleuten, denn da wird immer der Werber des Jahres gekürt. Das Ganze geht zurück auf die Werbewoche, ein Fachmagazin von begeisterten Leserinnen und Lesern. Dort wären dann sechs von einer Fachjury wie bei den Oscars quasi ins Rennen geschmissen um den Titel Werberin oder Werber des Jahres. Und die Leserinnen und Leser von der Werbewoche dürfen dann entscheiden, wer soll den Titel bekommen. Meistens ist es ja dann ein bisschen eine dröge Sache, wenn bei diesen Verleihungen alle sechs Finalistinnen und Finalisten so in einem Porträt vorgestellt werden. Dass das nicht so rauskommt, für das hat der Produzent, Realisator, Open-Guru Andreas Panzeri gesorgt, weil er nämlich gefunden hat, es gibt Supermodel, es gibt Superstars, wieso nicht auch den Superwerber des Jahres. Damit die Jury auch wahnsinnig kompetent ist, hat der Herr Claudio Zuccolini das alles in Personalunion erledigt. Da sehen wir, wie es abgelaufen ist und was gelaufen ist. Viel Spass. Superwerber mit einer Publikumsjury und dreifach Experten. Und das ist unser hochverehrter Juryvertreter auf der Redaktion der Werbewoche. Und ganz besonders stolz begrüße ich unsere kreative Beiratin Gang. Für das dritte Jurymitglied bitte ich um einen ganz herzlichen Applaus für unsere Vertreterin vom Konsumentenschutz. Das sind unsere sechs Kandidaten für den Titel Superwerber. Der Peter Brönnimann ist Partner und Creative Director bei Spielmann Felser Leo Burnett. Der Markus Gut war Chief Creative Officer bei Publicis und ist jetzt neu für die Young & Rubicam Gruppe Schweiz verantwortlich. Die Valentina Herrmann ist selbstständig als Art & Creative Director und arbeitet für die verschiedensten Auftraggeber. Pedro Simco ist CEO bei Saatchi & Saatchi Simco in Genf und bald Chief Marketing Officer für Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Saatchi & Saatchi. Pius Walker ist Gründer der selbsternannten kleinsten Werbeagentur der Welt und neu auf Platz 1 im Kreativranking der Werbewoche. Andreas Widmer von Wundermann und Futurecom ist Cross-Media-Spezialist und jetzt neu CEO der neu formierten Young & Rubicam Gruppe. Und die sechs Nominierten stellen sich jetzt den harten Fragen der Jury. Bitte, Gann. Ja, meine erste Frage die geht an Peter Brönnimann. Wie würde er Reklame machen für das Ansehen für den Beruf in der Werbung? Bitte schön, Peter. Die Nationalratskandidaten in Unterwösch haben für sehr viel Aufsehen gesorgt. Die sexy Skilehrer für Schweizer Tourismus ebenfalls. Ja, das ist eigentlich klar. Ich würde die Schweizer Kreativen mal so richtig sexy zeigen.
Also ich bin sicher, der ADC-Präsident in Migros-Unterwäsche, das wird wahnsinnig viel für das Ansehen von unserer Branche tun. 6 Celsius, das ist klar, das scheint mir gut zu begriffen zu sein. Nackte Werber erlauben sicher einen unverhüllten Blick auf das Ansehen vom Berufsstand. Das ist klar, das scheint mir wirklich gut begriffen zu sein. Aber ich sehe trotzdem ein paar Probleme. Was passiert, wenn ein Werber sich auszieht? Was kommt denn unter einem schwarzen Anzug zum Vorschein? Ist das natürlich ein schwarzes Hemdli. Was ist aber, wenn ein schwarzes Hemdli auszieht? Hä? Was ist unter? Klar, ein schwarzes Unterhemdli. Aber was ist unter dem schwarzen Unterhemdli? Was? Wissen wir das? Wenn wir das überhaupt wissen? Ja, also als Vertreterin vom Konsumentenschutz möchte ich sagen, gerade vor solchen Sachen müssen wir unsere Konsumentinnen und Konsumenten schützen. Mhm. Ich als Vertreter von der Werbewoche, ich muss sagen, ich finde die blutige ADC-Präsidenz finde ich ganz eine schöne Idee. Ich finde, das hat Potenz, gut Potenzial natürlich, also ich muss sagen, es gefällt mir. Also ich würde es politisch korrekt finden, wenn wir jetzt zur nächsten Frage gingen. Jawohl. Gut. Wie würden Sie Reklame für mehr Kreativität in der Werbung machen? Am besten führt man ein richtiges Theater auf. Eins, wie wir für das Schauspielhaus gemacht haben. Der Herr Theaterdirektor führt die Regie. Der Herr Theaterdirektor schreibt Stück. Die Schauspieler spielen sich selber. Und die Bühne ist das richtige Leben. So entsteht ein echtes Spektakel. Ja, es gibt Werbung, die ist gut. Es gibt aber auch Werbung, die ist besser. Und ich finde jetzt die Idee gut. Kann man sagen, ein bisschen am wahren Leben vorbei. Solltest du vielleicht einmal einen Spot von der Migros anschauen. Da wirken echte Leute mit. Die Figuren hier, die wirken für mich eher ein bisschen wie Schauspieler. Das ist meine Meinung, aber ja. Werbung mit Kultur, das wirkt auf mich auf jeden Fall erträglicher, als wenn unsere Konsumentinnen und Konsumentinnen ständig von diesen viereckigen ADC-Würfeln von unseren Kreativen bombardiert werden. Jawohl. Ich als Vertreter der Werbewoche, ich finde persönlich finde ich die Idee sehr kreativ, muss ich sagen. Ja, es gefällt mir, ist gut, ja. Du hast Potenzial, das sieht man ganz klar. Aber ich weiss nicht, ob du das Potenzial an deiner Stelle richtig ausleben kannst. Vielleicht solltest du meiner Meinung nach vielleicht einmal die Agentur wechseln. Ich weiss es nicht. Meine nächste Frage die geht an Valentina Herrmann. Wie würden Sie Reklame für mehr Kreativität in der Werbung machen? Eine gute Möglichkeit ist sicher, dass wir 7-Plus-Kriterien anwenden. Das heisst, als Basis eine innovative Strategie, die frische Idee und dann natürlich die höchste anspruchsvolle Umsetzung. Wie man das zum Beispiel auch bei der Greenpeace-Kampagne zum Meeresschutz sieht. Ja, das ist für mich sehr stringent umgesetzt. Man sieht tatsächlich viel Frische. Ja. Ja, es hat sehr viel Fisch auf dem Plakat. Es gefällt mir, die wirken so frisch. An dieser Stelle auch ein grosses Kompliment an die Grafik. Es wirkt doch alles so grün und friedlich. Nichts! Ja, wir müssen die Artenvielfalt in der Werbung mehr pflegen, natürlich. Du beweisest das ja schon länger als selbstständige CD ohne grosses Netzwerk. Für mich jetzt als Vertreter der Werbewoche muss ich sagen, also ich finde das sehr, sehr schöne Kampagne, muss ich sagen. Ja, gefällt mir. Ist gut. Ja, ich bin einverstanden. Und überhaupt, wenn jemand Herrmann heisst, ist das für die Männerrunde überhaupt kein Problem. Das ist gar nicht so schlimm, wenn eine solche Dame in die Endentscheidung vom Superwerber reinkommt. Und damit komme ich zur nächsten Frage. Die geht an Pedro Simco. Wie könnte man dafür sorgen, dass grosse Unternehmen ihre Werbung weiterhin in der Schweiz gestalten lassen? Also eine Idee wäre, wenn wir jedem größeren Unternehmen, direkt dem CEO, ein Abonnement von Orange schenken. Darin inbegriffen sind ja bekanntlich 3 Gratisnummern. Die Gratisnummern könnten direkt zu den CEOs von renommierten Agenturen in der Schweiz führen. Publicis, McCann Erickson und Euro RSAG.
Und so können die Chefs der größten Unternehmungen in der Schweiz direkt Kontakt aufnehmen mit lokalen Agenturen, sodass sie immer und somit nicht so oft ins Ausland gehen. Ja, wichtig in der Werbung ist ja Kommunikation. Darum heisst sie auch Kommunikationsbranche. Wer miteinander mehr redet, kann auch miteinander mehr erreichen. Herr Simko, Sie sind ja in Genf. Hören Sie mich überhaupt? Okay. Ja? Ja, er kommt ja bald auf Zürich. Also, Herr Simko, das mit dieser SIM-Karte, das finde ich super. Für mich als Vertreter der Werbewoche ist das ganz eine kreative Idee, muss ich sagen. Ich werde Herrn Simko natürlich für das nächste Creative Ranking würde ich ihn gerne vorschlagen. Jetzt würde ich aber die Frage weiterleiten, die Frage stellen an Pius Walker. Herr Walker, wie würden Sie persönlich ganz spontan, jetzt nicht lange überlegen, spontan eine Kampagne für unsere Fachzeitschrift, für die Werbewoche, wie würden Sie die gestalten? Sagen Sie. Ja, generell glaube ich, dass Werbung für Printmedien nicht nur muss darauf hinweisen, dass sie gute Hintergrundberichte hat, sondern auch immer wieder Primeurs, also Meldungen, wo es darum geht, dass man sie möglichst schnell druckt. Und ich denke, das Prinzip, das man bei Maxiprint angewendet hat, schneller durch keiner, könnte man vielleicht sogar auf die Werbewoche übertragen. Und auf diese Art und Weise könnte das Ganze dann fast schon persönlich wirken. Ja, es passiert. Da, jetzt und überall. Und Herr Walker, von Ihrer Kampagne habe ich mich als Frau und Mutter natürlich immer schon verstanden gefühlt. Und WC-Enter, das ist ja heute meine beste Freundin. Und Sie, und da bin ich überzeugt, werden auch die Werbewochen am richtigen Ort platzieren können. Ja, muss ich jetzt eins sagen, also ich finde das jetzt gerade eine beleidigende Idee, muss ich sagen. Nicht die vom Wagen natürlich, nein. Ich finde das mit der Primär, wo in Zukunft schneller als online sind, das finde ich ganz eine schnelle Idee, eine gute, kreative Idee. Ja, gefällt mir. Ich kann nur sagen, Walker, keep on walking. Unsere letzte Frage die geht an Andreas Wittmer. Was würden Sie machen, dass in Zukunft mehr Leute Werbung schauen tun? Nicht ganz intelligent, könnte man das Medienbudget massiv erhöhen. Oder man wählt, das wäre das Materialsatz, eine gute Agentur, zeitgemäße und spannende Ideen entwickelt, die medienadäquat umgesetzt werden kann und dann auch noch in einem Kanal platziert wird, wo heute unsere Konsumenten auch wirklich nutzen. Das mit der Uhr, das finde ich zeitgemäss. Diese Idee ist jetzt mir ein bisschen sauber. Als Frau und Vertreterin vom Konsumentenschutz erwarte ich von einer Werbung für IWC-Uhren ein bisschen mehr Dreck. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde die Idee persönlich, ich als Vertreter der Werbewoche, ich finde die sehr kreative Idee. Ich muss auch sagen, sie ist nachhaltig. Nachhaltig, sie ist auch sehr crossmedial. Also sie ist, soll ich sagen, sie ist crossmedial, nachhaltig, kreativ und ich würde sogar sagen, auch below the line. Also, mir gefällt es, ich finde es gut. Ja. Das war unser letzter Durchgang mit den 6 Kandidaten. Jetzt bitte nicht mehr anrufen. Unser Tipp verratet uns bald das Resultat. Auch mehr gratuliere ich natürlich herzlich dem Werber des Jahres, dem Pius Walker. Vor allem, weil der Pius Walker schon fast ein bisschen zu unserer Swissmade-Familie dazugehört. Weil er hat uns schon ein paar Mal mit Making-Offs für seine Spots erfreut. Spots, die er gemacht hat für Maxiprint, Amnesty International oder eben auch für Flöra. Drum. Toi, toi, toi weiterhin und ich nehme jetzt einen Schluck auf den Werber des Jahres und auf euch und sage, wir sehen uns das nächste Mal wieder auf Star TV. Frau Rigazzi, ja? Habe ich gemacht eine klare Entscheidung? Will ich Wohnen machen in Zürich tun diese Jahr? Ziehe ich mit meinen Giovanni-Freunden nach Zürich, weil kann ich auch der deutsche Sprache so gut sprechen. Habe ich gesagt, war ich in Schule bei Martinetti Nella, hat sie mich gelehrt, ohne Akzent weiter Deutsch zu sprechen, weil in Tessin haben wir nicht so viel gesprochen in Deutsch-Schweizer. Ja, auch mehr gratulieren.